Their lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail? A little bit high, a little bit low. How far can we get if we sail? A little bit high, a little bit low. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Also Harald, was ist für dich der Reiz am Pokémon Go spielen? Ich habe mein ganzes Leben Pokémon gespielt und das war für mich einfach ein Pflicht-Download. Und ich habe einfach gleich am ersten Release-Day gedownloadet und seit damals spiele ich. Ja. Okay, warum bist du heute hier im Stadtpark, außer zum Pokémon Go spielen? Also was ist da heute los? Ja, es geht ja nicht nur ums Pokémon Go spielen, es geht ja um viel mehr. Das ist eine Riesenparty. Ich meine, es ist einfach unglaublich, wie viele Menschen da kommen, nur um Pokémon, also nicht nur um Pokémon Go zu spielen, sondern einfach auch wegen der Feier und wegen dem ganzen Rundherum. Und ich finde das einfach irrsinnig cool. Würdest du dir irgendwas von den Entwicklern wünschen, dass sie noch ändern sollten? Ja, das mit den Schritten. Dass es wieder funktioniert. Okay, passt. Dankeschön. Okay. Hallo Bernhard, was ist für dich der Reiz am Pokémon Go spielen? Einfach rausgehen, Menschen kennenlernen, Pokémon fangen und Spaß haben. Und warum, außer für Pokémon Go, bist du heute hier im Stadtpark? Im Stadtpark bin ich hier, weil der Stadtpark sich quasi als Lokmodul, als Pokémon-Zentrale von Wien, kann man sagen, etabliert hat im Laufe der Zeit jetzt hier und sich alle Menschen verschiedener Bevölkerungsgruppen hier treffen und miteinander Spaß haben und reden. Und gibt es irgendwas, was du dir vom Niantic, den Entwicklern von Pokémon Go, wünschen würdest, was sie vielleicht verbessern sollten? Ja, einmal das Tracking-System, wie man Pokémon auffinden kann, wie man Pokémon sucht, gerade sehr, sehr speziell. Das Arenensystem vielleicht ein bisschen überarbeiten, dass es mehr anspornt, Arenen zu halten und mehr, ja. Und was noch? Ja. Das war's. Dann danke ich dir für das Interview und viel Spaß noch. Danke. Hallo Melissa, was ist für dich der Reiz am Pokémon Go spielen? Das Zusammenkommen mit den Leuten, einfach dieses Kommunikative, es ist irgendwie meine Kindheit in gewissem Sinne und es macht einfach Spaß. Und wofür außer zum Pokémon Go spielen bist du heute im Stadtpark? Kommunikation, Leute, ein bisschen rauskommen und eben nicht immer nur im Zimmer hocken, zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Hättest du irgendwelche Wünsche an den Entwickler Niantic, Dinge, die sie ändern könnten, die sie verbessern könnten? Züchten. Man sollte Pokémon züchten können. Okay. Das finde ich cool. Na passt, dann danke für das Interview und viel Spaß noch. Dankeschön, tschüss. Your lips, it tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail? A little bit high, a little bit low. How far can we get if we sail? A little bit high, a little bit low. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. It tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail? A little bit high, a little bit low. How far can we get if we sail? A little bit high, a little bit low. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb.